Hallo YouTube und herzlich willkommen bei Dark Souls Prepare to Die Edition. Und ja, heute geht's weiter. Ich bin hier gerade wieder zurückgelaufen. Und ja, wir werden jetzt hier mal eben aufsteigen. Und ich habe die Seelen, die wir gesammelt haben, benutzt. Also ich habe keine gefarmt, sondern ich habe die benutzt, die wir schon hatten. Und wir werden an dieser Stelle jetzt mal eine Menschlichkeit benutzen. Ich hoffe, es kommt dadurch jetzt nicht zur PvP-Action. Wir werden die Aushöhlung umkehren. Sieht man schon an unserem Gesicht, wir sind jetzt kein Untoter mehr, sondern ein Mensch. Kein besonders hübscher, aber ein Mensch. Don't you ever think to forge your weapons? You'd better find a smith box soon, unless you enjoy swinging about with blunt instruments. So, wir werden aber für eben das, was jetzt auf uns wartet, mal die Waffe wechseln. Tatsächlich auf den Zweihänder sogar. Wow. Macht uns natürlich enorm, enorm fettig. Jo, aber mega. Mega enorm fettig. Da können wir erstmal ordentlich was ablegen. Legen wir erstmal unsere Brust ab. Ist wieder eine Mid-Roll. Lass mal sehen. Also wir dürfen nur die Hälfte haben. So, Pi mal Daumen, die Hälfte. Ja. Jetzt kommen wir auf 47. Komisch. Das Teil. 5,9. Interessant. So, hier mit der Lederrüstung geht's aber. Was? Was? Oh, Denkfehler. Das war ein Denkfehler. Legen wir das nochmal ab. Gucken wir nochmal. 21,5. Ich bin gerade ein bisschen blöd. Tut mir leid, Leute. Warte, wir machen es mal so. Dass wir hier Lederrüstung anziehen, hier auch Lederhandschuhe. Ach komm, wir legen einfach mal die Lederrüstung an. Was? Ja, um 0,6. Wenn ich mich nicht täusche. Problem ist dann wohl unser Helm. Es fängt schon wieder super an, ne? Wo unser Helm. Ah, wird es immer noch nicht reichen. Um 0,1. Okay. Nehmen wir den wieder an. Nehmen die komplett ab. Warte, gehen dann hier sogar auf Ritterhelm. Ja, das geht. Okay. Hat irgendwie funktioniert, was wir da getan haben. Ja, wie gesagt, wir können Bossen den Schwanz abschlagen und können dafür etwas bekommen. Und deswegen legen wir auch den Zweihänder an. Nicht, weil ich den jetzt mega geil finde, weil vom Moveset her zwei Schläge und unsere Ausdauer ist im Arsch. Schläge sind gut, es sind Links-Rechts-Schläge, was ich definitiv auch gut finde. Aber naja, ist ja trotzdem nicht die Waffe, die wir auf jeden Fall in unserer Hand behalten werden. Definitiv nicht. So. Dann geht es mal weiter hier. Im Bezirk der Untoten. Und wir sind menschlich. Oh, da habe ich voll vergessen, den Typen. Was habe ich gerade so wenig Schaden gemacht? Moment. Aber wir haben doch die Werte für die Waffe, oder? Wait a sec. Ja. Ist sie so schwach? Hülle. Wir werden Spaß haben da, sag ich dir. Hallo! So, hier kommen ein paar kleinere Gegner. Ganz paar nur.
Es fällt quasi gar nicht auf. Oh, diese Waffe ist einfach so scheiße. Ich hätte die erst zum Boss anlegen sollen. So, das hier ist ein Magier, der viel Schaden verursacht. Wenn er dann dazu kommen würde, anzugreifen. Seine Waffe ist übrigens sehr selten und gibt, glaube ich, sogar ein Achievement. Wollte ich nur mal sagen. Dieser Dreizack. Der respawnt auch nicht. Wenn der tot ist, ist er tot. So wie jetzt bei uns. So. Meine Seele. Ich hatte die ganze Zeit ein bisschen Angst davor, dass wir eine Invasion abkriegen, dass wir invadiert werden. Wäre nicht cool, aber könnte man dann halt nicht mehr ändern. Hallo. Boah, auf der Treppe zu kämpfen ist halt schon eher nicht so geil, ne? Was? 15 Schaden? Der hat nicht mehr geblockt? Jetzt hat er geblockt. Ich hoffe, es ist halt auch so langsam, ne? Okay, der hat nicht geblockt und 9 Schaden gemacht. What the heck? So, whatever. Weiter geht's mit dieser Traumwaffe. Oh Gott. Ich bin so froh, wenn wir die wieder ablegen können. Aber wir wollen natürlich die Bosswaffe mitnehmen. Richtig? Richtig. So. Ich glaube ehrlich gesagt nicht mal, dass wir den Boss schaffen. First try. Ich traue es mir gerade selber einfach nicht zu. Ich habe gerade kein Selbstbewusstsein. Nach der letzten Folge, ne? Die halt eher weniger gut lief und mit den Anfängen der heutigen Folge. Ich schon so ein bisschen. Oh, jetzt habe ich das weggedrückt. Siehst du, das meine ich. Ich bin gerade total verballert. Ja, er hat uns halt gefragt, ob wir ihn befreien können und wir kriegen was dafür. Thank you. Yes. Sincerely. I am Knight Lautrec of Kareem. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Also er sagt, wir kriegen was dafür, dass wir ihn gerettet haben, aber erst später. Yes, very sorry. Your reward will have to wait. I've just been freed. Allow me some time. Okay. I am free. Now I can get back to work. Und findet ihr den sympathisch? Vertraut ihr ihm? I am free. So, Gespräch ist erschöpft. Haben wir das auch? So, dann können wir ja jetzt die Leiter hoch. Können jetzt tatsächlich zum Boss. Yes, meine Damen und Herren, zum Bossfight. Oh, mir gruselt's davor. So, einmal hier hoch. Und hier sehen wir ein Zeichen, und zwar Ritter Solaire. Ihr erinnert euch vielleicht an den Ritter, der uns den weißen Speckstein gegeben hat. Und der wird uns helfen. So sieht das auch aus, wenn ihr Koop spielt mit eurem Freund oder Pipapo. Lässt sich halt beschwören. Zack. Und dann könnt ihr zusammen spielen. Genau so läuft das. Um euch das zu zeigen, habe ich den jetzt mal beschworen. Natürlich braucht man eigentlich bei dem Boss hier keine Hilfe.
Und da ist er. Der Glockengargoyle. Unser Ziel ist erstmal nicht unbedingt, um besonders viel Schaden zu machen, sondern... Nein! Unser Ziel ist sein Schwanz. Yes, Gargoyle-Axt, nice. So, da kommt auch schon der zweite Gargoyle. Ja, ihr kämpft hier gegen zwei Bosse. Und ich sterbe. No. Ich versuche mal kurz auf Abstand zu gehen. Hoffe, dass das funktioniert. Sehr schön. Oh, wow. Hört halt auf damit. So, naja, komm doch nicht zu mir. Du sollst kämpfen und nicht... So. Ist der endlich down? Was soll der? Unserem Solaire geht's auch nicht mehr ganz so gut. Wir helfen ihm jetzt mal eben. So. Und der Boss ist geschafft. Dafür gab's Doppelmenschlichkeit und eine Sonnenlichtmedaille. Letztes Mal habe ich übrigens auch noch einen Helm dafür bekommen. Ja. So, schauen wir doch erstmal. Gargoyle Axt. Was hast du denn auf dem Kasten? 14, okay. Und die ist also so ziemlich, Quality. Ich weiß gar nicht, können wir mal anlegen eben. Können die natürlich noch nicht effektiv nutzen. Oh. Das ist ein ganz schönes Ding, du. Hat die Effekte? Muss sein. Null Gift und null Dings. Vielleicht, wenn man sie aufrüstet, dass sie dann Effekt hat. Oder wenn man die Werte dafür hat, ich weiß nicht. Wir legen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder unsere Keule an. Definitiv. Können wir hier auch wieder die Armbrust hinzunehmen. So. Wobei, ich mag Bögen. Ja, aber da haben wir noch nicht die Werte für. So, Armbrust. Und können auch wieder... Legen wir die Ritterstülpen an. Ritterrüstung? Das war zu erwarten. War zu erwarten, dass die Rüstung ein bisschen zu schwer ist. So, wie sieht's denn aus gerade mit unserem Gewicht? Oh, damn. Ja, wir wiegen viel zu viel. Bin ich nicht mehr in der Lage gerade. So. Wir erinnern uns ja daran, dass ganz am Anfang der Optimist, der da sitzt, uns erzählt hat, dass wir zwei Glocken läuten sollen. Eine soll hoch oben sein, im Bezirk der Untoten, hier wo wir gerade sind. Und eine tief unter der Erde, quasi. So, und wir sind jetzt hier, um die Glocke zu läuten. Unsere erste Glocke. Bim! Glocke ist geläutet, mehr haben wir hier oben nicht zu tun. Hier aufpassen, dass ihr nicht runterfällt. So. Und jetzt steht hier ein netter Herr, der für mich immer schon sehr komisch aussah. Hallo, wer bist du denn? Greetings. I am Oswald of Kareem. The Pawn. Thou art a friend. For thee, a warm welcome. Comest thou to confess? For to accuse. For indeed, your sin is my domain. Besser ein Geste erlernen, dann sieh mal an, ähnlich wie er gerade steht. Vergebung erbitten könnten wir. Wenn wir gesündigt haben, das heißt, wenn wir einen NPC angegriffen haben und der uns angreift, könnt ihr zu diesem Typen hier laufen, ein paar Souls bezahlen und glaube ich sogar ein paar mehr und dann lässt dieser NPC euch wieder in Ruhe und ihr könnt mit dem quatschen wie zuvor auch. Gegenstände kaufen.
Hier haben wir zum Beispiel eine Anklage, kostet 200. Ein Bischof der Sündengöttin Welka verkauft das Papier. Wirst du von einem Eindringling getötet, kannst du sein Verbrechen damit melden. Der angeklagte Spieler wird in einer Liste bedauerlichen Seelen hinzugefügt, die sich eines Tages dem Zorn der Finstermundklinge stellen muss. Damit können wir Leute, ja, anklagen. So. Ihr Online-Spielobjekt prüft Liste angeklagter Spieler. Die Sündengöttin Welka führt die Liste der Schuldigen, die den Göttern oder ihren Eiden den Respekt verweigert haben, sich eines Tages den Zorn, bla 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 bla. So, das kann man sich holen. Ich weiß gar nicht, ob wir es tun sollten. Ich tue es nicht. Hier haben wir einen Welkas-Talisman. A-Skalierung auf Int. Das ist, nice. Irgendwie. Ist auch Int, ne? Gar nicht gehen. Aber ja, doch, sollte Int sein. Auf jeden Fall nice. So, und hier sehen wir auch, dass wir hier diesen Ring tragen können, kaufen können, dass wir nichts verlieren in dem Fall eines Todes. Zudem auch nochmal ein Ring Schutz bietet vor Blut, Blutungsschaden und Giftschaden. Und zudem können wir hier für relativ teures Geld einen Läuterungsstein kaufen, denn wenn man verflucht wird, was enorm scheiße ist. Ja, Menschen sind aschfarbener Stein. Der Schädel enthält gemeiner, geheimer Schatz von Astor, Graf und Karim, reduziert Fluchsteigerung und hebt Flüche auf. Ja, Menschen sind Flüchen gegenüber hilflos. Oh ja. Können ihre Wirkung lediglich umlenken. Der Läuterungsstein hebt Flüche nicht auf. Er zieht sie nur auf sich. Der Stein war einst eine Person oder ein Wesen. Boah, ey. Den haben wir so gebraucht. Was heißt wir? Den hab ich mal so gebraucht. Im ersten Das habe ich schon wieder nicht drauf. Was mache ich denn hier? So, wir quatschen erstmal nochmal mit ihm. Können wir gar nicht. Okay, es ist nur menschlich zu sündigen. Na, ist ja auch wahr. Wir Menschen sind Sünder. Okay, Loot haben wir hier nirgendwo. Können jetzt natürlich den ganzen Weg zurücklaufen. Oder wir nehmen Heimat-Einkehrknochen. Das tun wir natürlich. Haben jetzt den zweiten Boss besiegt und die erste Glocke geläutet und einen Haufen Seelen bekommen. Das ist noch viel wichtiger. Jetzt mal aufsteigen. Jetzt geben wir jetzt ein bisschen Beweglichkeit. Zack. Und wir schon mal auf 16 Beweglichkeit. Was brauchte die Axt? Gucken wir nochmal. Axt. Können wir schon tragen jetzt. Hat allerdings nicht viel Schaden. Also, wenn man jetzt mal vergleicht. Die Keule hat 87 plus 59. Plus fucking 59 und wiegt nur 3. Hat eine A-Skalierung auf Stärke. Gargoyle-Axt hat jetzt gerade mal 93 plus 29. Eine D- und C-Skalierung. Wir können sie natürlich anlegen, aber erstmal macht uns das wieder schwer, weil die Waffe sehr schwer ist. Müssen wir uns wieder ein bisschen umrüsten. Ich weiß auch gar nicht, wie schwer wir sind. Okay, 0,2 nur noch. Ja, wie kriege ich denn 0,2 weg? Das ist wesentlich mehr als 0,2. Pass auf, wir machen es so. Wir legen die Armbrust wieder ab. Ich glaube, dann können wir sogar den Helm wieder anlegen, wenn ich mich nicht irre. Und den schweren Helm wieder an? Okay. So, dann laufen wir jetzt halt mit dieser Axt hier rum. Also wir testen das. Was? Hat die Axt etwa noch einen Effekt, sehe ich gerade? Der Geschäftsschwanz eines Gargoyles, der die Glocke der Erweckung in der Kirche der Untoten und Anor Londo bewacht. Sie kann als Bronze-Kampfaxt verwendet werden und ist im Kampf unglaublich flexibel, was ihre Formgebung als Schwanz geschuldet ist.
Warum haben wir denn diesen Buff da oben? Wenn ja, unser Schild, Ausdauer? Ich bin so verwirrt heute. Nichts mehr auf der Rolle. So, testen wir mal. 109 Schaden, das ist echt... Das ist auch bitter. Okay, also die Waffe ist schon eher nicht so stark. Aber hey. Was soll's? Soll uns ja nicht abhalten von irgendetwas. Wir nehmen jetzt noch die Seelen, die wir haben und beenden dann den Part auch so langsam. Haben in dieser Folge gut was geschafft. Wir haben den Boss gemacht. Gut, sonst haben wir natürlich nichts gemacht, aber zumindest sind wir mal nicht so blöd rumgegurkt wie sonst in so mancher Episode. Den letzten beiden Host. So. Aufsteigen. Nehmen wir nochmal einen Punkt in Beweglichkeit. So. Eine komische Vorstellung, dass man mit einem Schwanz zuhaut. Naja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Dark Souls Prepare to Die Edition. Und ich freue mich auf euch. Tschaußen!